Grüßt euch, liebe FCH-Fans, und herzlich willkommen zum nächsten Spieltagsupdate. Der Klassenerhalt, der ist seit dem letzten Wochenende eingetütet. Zwei Spiele stehen aber trotzdem noch auf dem Programm. Und unter der Woche ist außerdem noch etwas richtig Wichtiges passiert, denn wir haben eine Vertragsverlängerung zu verkünden. Mit wem seht ihr jetzt? Für mich ist natürlich die Vertragsverlängerung nochmal ein Glücksfall, das muss ich ehrlich sagen. Mir macht es einfach weiterhin Spaß mit der Mannschaft. Wir sind erfolgreich, ich bin fit und dann ist es mein 10. Jahr, wo ich hier bin. Ja, besonders ist einfach, ich glaube, der Verein ist einfach besonders. Ich weiß, worauf es hier ankommt, woran ich bin. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für mich, dass man weiß, woran man ist und dass es nicht immer so viele Baustellen eben dran gibt. Das ist hier einfach das Einzigartige, glaube ich auch. Der Teuer weiß einfach ganz genau, worauf es hier ankommt. Er unterstützt den Frank dann als Spieler auf dem Platz, als verlängerter Arm so ein bisschen, als Vizekapitän, und er ist ganz wichtig für unsere Mannschaft, für unser ganzes Gefüge. Er gibt den Neuzugängen einfach weiter, worauf es hier ankommt, damit die auch gleich sich zurechtfinden, und deswegen sind wir einfach wahnsinnig froh, dass der Teuer auch in seinem hohen Fußballalter noch so wahnsinnig fit ist. Er macht auch unglaublich viel dafür, er ist Vorbild für die jungen Spieler. Er ist vor dem Training in Kraft und nach dem Training in Kraft, er bereitet sich unglaublich gut vor auf seine Trainingseinheiten, auf die Spiele, und genau so muss man es einfach vorleben. Und das hilft dann unserer ganzen Mannschaft, und deswegen setzen wir auch da auf Kontinuität. Liebe FCH-Fans, ich habe meinen Vertrag um ein Jahr verlängert und freue mich auf die kommende Saison mit euch. Norman Teuerkauf bleibt also bis mindestens 2025 Teil der Mannschaft des FCH. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein, für ihn im Training etwas motivierter zu sein. Das haben wir uns mal ein bisschen genauer angeschaut. Vielleicht gemerkt, am Ende haben wir den Fokus dann noch ein bisschen auf Jonas Föhrenbach gelegt. Und mit dem ehemaligen Freiburger haben wir mal aufs nächste Spiel geschaut. Am Samstag um 15.30 Uhr geht es nämlich gegen den SC aus Freiburg. Ja, ich bin in Freiburg geboren, Freiburg groß geworden, bin auf die Schule gegangen in Freiburg. Habe dann mit 12 angefangen, schon bei Freiburg in der Jugend zu spielen. Bin die ganze Jugend durchlaufen im Nachwuchsleistungszentrum in Freiburg und habe dann mit 19 den Sprung dort auch zu den Profis geschafft. Habe dann meine ersten Zweitliga- und Bundesligaspiele gemacht. Von daher bin ich sehr verbunden, vor allem mit der Stadt Freiburg. Meine ganzen Freunde, Familie, wie gesagt, sind von dort und auch zu dem Verein. Wenn man die Tabelle anschaut, dann sieht man, dass wir noch den einen oder anderen Platz gut machen können. Und dann fällt es einem, glaube ich, nicht ganz so schwer, sich da zu motivieren, die letzten zwei Spiele nochmal Vollgas zu gehen. Ich glaube, in Freiburg kann man im Moment punkten. Freiburg ist aber auf jeden Fall eine der Mannschaften, wo man immer mit vielleicht auf dem Weg in Europa sieht. Und von daher ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, würde ich sagen. Er ist so, wie er ist. Er gibt sich nach außen. Genauso wie er auch neben dem Platz ist. Er ist sehr, sehr kritisch und verlangt sehr viel von seinen Spielern. Und ich glaube, er macht Spieler sehr viel besser, also verbessert Spieler sehr gut. Das hat man auch schon gesehen. Er war ja auch lange in der Jugendtrainer in Freiburg. Und ich glaube, er steht einfach mit allem, was er hat, hinter dem Verein. Er liebt den Verein und ich glaube, deswegen passt es auch super gut. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, ja, dann gehen wir erstmal an Freiburg vorbei in der Tabelle. Und dann hängt alles vom letzten Spiel gegen Köln ab. Und da wollen wir natürlich gewinnen. Und wenn es dann reichen sollte für Europa, würden wir uns natürlich mega freuen als Mannschaft. Und ich glaube auch das ganze Umfeld. Am Samstag um 15.30 Uhr wird es also mal wieder eine richtig besondere Partie. Das aus vielerlei Hinsicht.
Zum einen ist es das letzte Heimspiel von Freiburg-Coach Christian Streich und zum anderen ist zum Beispiel auch der Gästeblock ausverkauft. Es wird also eine richtig gute Stimmung im Stadion, die noch besser werden könnte, wenn wir den Auswärtsdreier mit auf den Schlossberg bringen. Feuert also unsere Mannschaft an, wenn ihr im Stadion seid. Falls nicht, wie immer der Hinweis aus Fanradio. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche im letzten Spieltagsupdate der Saison.